Und bei mir im Studio ist Daniela Will. Könnten die neuen Virusmutationen für die weiter hohen Infektionszahlen verantwortlich sein? Ja, so genau kann man das leider noch gar nicht beantworten, weil eben diese Untersuchung, mit der man rausfindet, ob hinter einer Infektion dann auch die entsprechende Mutation steckt, die wird in Deutschland eben noch gar nicht systematisch durchgeführt, sondern viel zu lückenhaft. Schauen wir uns da mal eine Übersicht an. Das ist diese sogenannte Genomsequenzierung, die so nennt man diese Untersuchung, und die wird bislang nur in 0,2% aller positiven Proben durchgeführt. Das heißt, in Kalenderwoche 1 im Vergleich bei 140.000, über 140.000 Neuinfektionen waren das nicht einmal 300 Fälle, bei denen man da genauer hingeschaut hat. Nun sagen aber Experten, wie zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, eigentlich wäre das bei 2.000 bis 5.000 Fällen die Woche nötig, um wirklich einen optimalen Überblick auch über diese Ausbreitung der Mutationen zu bekommen. Und deswegen sagt jetzt auch die Bundesregierung, sagt also der Gesundheitsminister, man will das aufstocken auf 5%, auch wieder da zum Vergleich, das wären in der ersten Kalenderwoche dann immerhin 7.000 Proben gewesen, dann hätte man dann doch durchaus schon einen genaueren Überblick, Angie, dann könnte ich dir die Frage jetzt vielleicht ein bisschen besser beantworten. Und welche Varianten gibt es überhaupt? Also es gibt jetzt tatsächlich schon eine Mutation aus Japan, über die man auch spricht, aber die, über die ist wirklich noch reichlich wenig bekannt. Deswegen schauen wir auf zwei andere nochmal, über die jetzt schon viel gesprochen wird. Und das ist eben eine Variante aus Großbritannien und eine Variante aus Südafrika. Das sind wirklich zwei verschiedene Varianten, aber die haben eines gemeinsam. Und das ist eine Mutation mit dem Namen N501Y. Das müssen Sie sich so nicht merken, aber wenn Sie das mal irgendwo lesen und wiedererkennen, das ist eben eine Mutation, die betrifft ganz explizit dieses Oberflächenprotein des Virus, mit dem das Virus an der menschlichen Zelle andockt. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Wir bleiben aber noch mal einmal kurz hier in Südafrika, denn in dieser selben Virusvariante gibt es da noch eine weitere Mutation, die ebenfalls Fragen aufwirft. Das ist diese E484K und da spricht man von einer sogenannten Escape-Mutation. Das heißt, da könnten Virologen davon ausgehen, dass es dem Virus durch diese Mutation leichter ist, einer Immunreaktion des Körpers zu entwischen, wie der Name Escape-Mutation eben schon sagt. Das heißt zum Beispiel, bei genesenen Personen hat man da in einigen Tests festgestellt, dass sie eben, so, obwohl sie Antikörper haben, noch mal leichter mit dem Virus erkrankt sind bzw. an Covid-19 erkrankt sind. Und das stellt natürlich eben auch die Wirkung des Impfstoffes in Frage, obwohl da die Hersteller eigentlich alle optimistisch sind, dass die Impfstoffe, die es schon gibt, auch bei diesen Mutationen wirksam sind. Schauen wir jetzt aber noch mal auf diese N501Y-Variation. Das ist eben eine Mutation am Spike-Protein. Ich habe es schon angesprochen. Hier sehen wir also nochmal das Coronavirus dargestellt. Und dieser Zapfen hier, diese Oberflächenproteine, das ist eben dieses Spike-Protein. Und ganz oben darauf nochmal auf der Oberfläche befindet sich diese sogenannte rezeptorbindende Domäne. Das heißt, das ist tatsächlich der Teil, der an der menschlichen Zelle andockt. Ja, und britische Forscher haben das so formuliert, dass durch diese Mutation, also diese Genveränderung im Virus, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Kopierfehler, der eben auch häufiger auftreten kann, wenn das Virus sich vermehrt, also öfter kopiert wird. Und eben durch diesen Fehler hat sich dieser Teil des Spike-Proteins dahingehend verändert, der ist sozusagen klebriger geworden. Das erklärt sich natürlich so, dass dann das Virus eben auch leichter am menschlichen Körper, in der menschlichen Zelle andocken kann, kleben bleibt, dadurch eben ansteckend da es sich besser vermehren kann. Und das macht das Ganze letztendlich auch so gefährlich. Daniela, besten Dank für diesen Überblick.